Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Portal 2. Wir sind immer noch in Aperture Science und wir sind zurück. Die Androiden, die Militär. Okay. Alter, was hat der für ein Backdoor gemacht? Und sorry, aber ich mach mir gerade ganz, ganz schnell die Lautstärke was leiser. Das geht mir gar nicht klar. Okay. Der hatte schon sofort unsere Sachen gesehen. Na, Kumpel. Was geht? Kritischer Fehler? Dein Leben ist ein kritischer Fehler. Du bist auch weg. Wir vernichten jetzt alle von diesen kleinen lebendigen Kartoffeln. Auf. Machen wir mal den hier. Bob. Und du lass mir auch noch einen Kopf fallen. Alter. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, hier mit diesen Schatten, die Risse, das sieht echt geil aus. Muss man mal lassen. Okay, was haben wir hier? Den können wir so schon verändern. Und wenn wir es so machen, können wir den da aufhalten. Dich machen wir mal ganz schnell weg. Und können wir so. Bam! Ich bin dir nicht böse. Und wir haben es geschafft. Wir haben die Militärnoiden überlebt. Okay. Wenn wir hier lang sollen, wenn du das sagst, Klados, muss ich wohl leider drauf hören. Aber Klados war komischerweise ruhig. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Ich muss sagen, du bist verdammt produktiv. Ist das dein Ernst, Klados? Dein Ernst? Das ist doch keine Herausforderung. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Ausgetrickst. Warte mal. Medizinischer Geburtstagseingriff? Wir müssen hier ganz schnell raus. Noch schneller zuvor. Ich meine, beim ersten Mal war es schon gefährlich, also Portal 1. Aber jetzt. Jetzt im Ernst, Fried, willst du mich wirklich loswerden? Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. So. Ja, liebend gern. Hallo. Selbsttestfehler. Wieso? Warte mal. Wir müssen die, glaube ich, auch noch ausschalten. Wer da? Ich lebe.
okay, das hat gut geklappt. Wow, 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 wow. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Okay, was müssen wir jetzt hier so machen? Weg mit euch! Ich bin dir nicht böse, ich hasse dich nicht. Okay, ich glaube, hier heißt es jetzt auch wieder schnell sein, da bin ich wieder nicht. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Was? Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Das kann nicht sein. Na. Oder vielleicht doch? Das. Unsere Eltern? Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Das. Ah. Okay. Komm, die fucken wir ab. Ich will unsere. Wir wollen unsere Eltern treffen. So, den Laser schicken wir mal dahin, weil ich kenne da noch so ein Easter Egg. Und zwar ist da hier noch so ein kleiner Turret. Nichts, fahre hoch. Wie kommen wir zu dir rein? Und willkommen bei den singenden Turrets. Also hier für die Minecraft-Begeisterten, die. Also es gibt ja diesen Portal-Mod und da ist auch dieser Song, wenn du vier Turrets hast. Also für diese Oracle-Turrets. Und die spielen dann genau dieses Lied ab. Finde ich recht cool. Finde ich auch cool, dass der Mod-Entwickler das eingebaut hat. Und hier ist auch wieder so eine. Überlebensstation nenne ich es mal. Und es geht hier echt verdammt tief runter. Aber gut, wir wollen nicht weiter hier rumtrödeln. Wir wollen unsere Eltern endlich sehen. Und wehe, GLaDOS, das ist wieder einer dieser billigen Tricks von dir. Da bist du. Hier, 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 stopp, 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 stopp. So einfach löst man das Problem. Lass meine Eltern frei. Oder ich zerstöre deine Schaltkreise. Unglaublich, das würde ich machen, GLaDOS. Ich habe dich schon einmal vernichtet. Ich kann dich jederzeit wieder vernichten. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Da muss man leider dir zustimmen. Okay. Wir haben hier wieder diese lustigen Licht. Da hinten geht schon mal was auf. Ah, ich verstehe.
Das ist relativ einfach, finde ich. Na, wo ist sie? Da? Und Bob. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Tränen, wohl eher Batteriesäure oder sowas. Ich bin echt gespannt, was das für eine Überraschung ist. Ich hoffe, ihr auch. Warte mal. Wieso schickt uns Street hier hin, wenn unsere Eltern auch hier sind? Das klingt etwas komisch. Teil 4. Die Überraschung. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Was? Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Du hast es jetzt eindeutig zu weit getrieben. Glaub mir, jetzt nehme ich die ganze Sache persönlich. Aber verdammt persönlich. Okay, ich glaube, da hinten können wir. Was ist hier? Ah, ich sehe schon, ich sehe. Müssen wir ganz einfach blockieren. Und dann machen wir so einmal so. So, und wenn man es ganz, ganz, ganz schnell. Au, au, au. Merke, wir sind kein Tank. Schnell rüber, 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 und wir sind ganz sicher. Warte mal. Ups. Und jetzt das Laser. Mal wieder frei bewegen. Und wenn ja nur fast drauf kann. Hoffen wir mal, dass es das jetzt auch war. Okay. Musik kommt wieder. Da haben wir jetzt gerade echt was eingesteckt. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Natürlich, Klaus. Natürlich. Aber sowas ist verdammt asozial. Und weißt du, was noch asozial ist? Sogar prüfen gerade, einen Computer drum zu bringen. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. 5 Kammern noch und dann sind wir frei. Gefällt mir. Aber wir haben noch ein kleines Rendezvous mit Miss GLaDOS. Besonders auf dieser Aktion. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen.
Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Alter. Die sieht schon fast wieder ganz aus. Okay. Da sind zwei Würfel und da unten ist einer. Gehen wir jetzt erstmal hier runter und holen uns den da. Flop. Jetzt haben wir schon mal zwei. Okay. Dann können wir dahin. Was können wir dann hier machen? Hier haben wir einen Laser. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Gut, da ist jetzt ein Laser. Ist da ein... Da ist ein Sprungbrett, okay. Okay, der kommt dann auch da an. Sehr schön. Dann nehmen wir dann mal den gleichen Weg. Alle flupp. So, so, so. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch dahin. Weil da ist auch noch ein Würfel. Ich habe da gerade sowas gesehen. Also mal, das sind ja noch unsere Lieblingskollegen. Da machen wir dann mal lieber ganz, ganz schnell den hier. Und jetzt noch ein letztes Mal so. Und dann hier rüber hüpfen. Und wir sollten es geschafft haben. Sehr schön. Wir sind frei. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Wieso habe ich ein Gefühl, dass ich Hilfe brauchen könnte? Meep! Die optimale Lösung für einen von uns beiden, das klingt beruhigend. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Scheiße. Sie ist wieder da. Die Testkammer ist aber auch relativ einfach hier. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Sicher jetzt ist das ja wohl so ein Partikel, ist dieser Wirbel, sag ich mal. Ist mir nie aufgefallen. Hier sind drei Schalter und ein Laser. Also drei Laserschalter und einer hier rein. Das ist irgendwie zu einfach. Ich glaube, das ist auch provoziert von GLaDOS. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen. Und sich von allem Überflüssigen trennen. Oh, oh. Von allem Überflüssigen trennen. Das klingt echt überhaupt nicht gut. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Oh. Und echtem Konfetti. Konfetti? Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Okay, dann sparen wir uns die Überraschung für die nächste Folge auf. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn euch die Folge gefallen hat,
gebt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommi da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.